Hallo und herzlich willkommen zurück zum Let's Play Flo Frenzia. Ja. Wir haben jetzt hier nochmal ein Quest hier in diesem Avery Dungeon. Da müssen wir Ghost Mates einfach eliminieren und ja, wir sind ja schon auf dem Weg zu dem Ort, wo sie am häufigsten sind. Hier sind da vereinzelt welche, aber es muss ja nett sein. Also wir die immer einzeln kloppen. Red Science brauchen wir nicht. Ja, bahnen sie jetzt einfach mal den Weg durch die Mobs hier. Und ja, es wird so langsam immer knapper mit dem Aufnehmen hier. Jeden zweiten Tag Flow zu bringen, ist dann halt schon auch hart. Ja, nee, aber ich weiß nicht. Bis jetzt hat's ja immerhin noch geklappt. Auch wenn der Part heute, wie gesagt, kurz vorher erst aufgenommen wurde. Aber mal sehen, vielleicht kann ich ja mal was voraufnehmen, dass es ein bisschen besser geht. Haben ja noch viele Quests, aber spätestens, wenn wir dann so zu einem Level kommen, wo wir viel farmen, ne Quatsch, nicht farmen, sondern wirklich auch grinden müssen, also halt irgendwie halt nur Mobs hauen müssen und keine Quests mehr haben, dann wird's nicht mehr klappen mit jeden zweiten Tag irgendwas zu bringen, Flo. Aber ja, noch haben wir viele, viele Quests. Dann gibt's ja auch noch Seelevel, die wir reißen müssen. Da gibt's ja auch noch ein paar Quests, wobei ich da nicht so viel machen werde onscreen, weil Seelevel ist einfach frustrierend. ja. Welches Level sind die eigentlich? Level 50, ja. Gucken wir mal, wie viel wir uns da pullen können. Erstmal nehmen wir mal 2. 2 dürfen wir auf jeden Fall packen. Außer natürlich, es ist so scheiße und es klappt nicht mit den 2 AOEs, aber so viel Damage machen sie ja dann doch nicht. Ja, könnten wir uns sogar noch mehr pullen. 3 von 25. Ja, jetzt sind wir wenigstens wieder mal wieder bei Mobs, die wir noch so noch nicht gesehen haben. Wobei die auch ziemlich ähnlich aussehen wie die Mobs, die wir schon lang kennen. Ich weiß aber nicht mal, wie sie heißen. Aber das waren Fernkämpfer damals. Aber ja. Und die hatten eine bisschen andere Waffe und sind jetzt hier ein bisschen größer und haben eine andere Farbe. Aber sonst ist es auch nicht groß was anderes. Und die Stone Knights und die Shineguard Spearmänner, die sehen sich ja auch sehr ähnlich, also nicht so viel Variation mit den Mobs hier. Aber man kann es überleben. Kann es ertragen hier. Ja. Ich glaube, ich weiß gar nicht mehr. Ich glaube, es gab noch einen Quest, den ich hier nicht annehmen konnte. Und dann gibt's bestimmt von dem her auch noch ein Folgequest, also man sieht's, wir haben schon 4% und haben immer noch einiges zu tun an Quests, ist doch schön. Und ja, Moment. Stimmt, wir können doch mit Level 50 jetzt ein paar Sachen abmachen, oder? Ne, 52, hier, 50. Mit 56 wieder, wo ist unser toller AOE hier? Ah, mit 51, okay. Aber hier, 50, Instant Recovery. Hier auch normale Recovery. Okay. Jetzt haben wir da schon wieder alles. Moment, wir können sogar jetzt wieder was pullen. Jetzt kommt mal her, ja. Moment, ich glaube. Ah, doch, ist schon. Das sind alle Dungeons ungefähr gleich groß. Hab schon gedacht, es wäre hier schon zu Ende, weil ich hier nicht gesehen habe, dass da hinten noch weitergeht. Aber langweilig, wenn alle Dungeons gleich groß sind. Aber okay, von mir aus. Gibt hier auch noch mehrere Stages. Ja, und jetzt haben wir schon fast die Hälfte wieder geschafft. Machen wir das noch kurz, den Quest. Und dann haben wir ja hier, Moment,
Irgendwas hatten wir noch, was ich nicht wusste, was wir brauchen, oder? Da haben wir viele Bossquests. Ja, fast nur noch Bossquests, toll. Wobei wir da auch schon bestimmt den einen oder anderen packen. Steelguard sollten wir ja schon packen. Das könnten wir vielleicht auch mal bald machen. Aber gucken wir mal. Mit Level 52 kriegen wir, glaub, die, könnten wir, glaub, die nächste CC-Equip, Rüssi, Suit, wie auch immer, bekommen. Aber da bin ich mir nicht so ganz sicher. La 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 la. So, über die Hälfte geschafft. Das bringt uns mittlerweile schon ziemlich viel, oder? Ja. Hälfte HP auf die Füll direkt mit Instant Recovery. Ist schon nicht schlecht. Scheingard Spearman bringt uns nichts. Ja, dann nur noch 10 Stück. Unser XP-Buff ist auch bald weg, aber wir könnten uns heute nochmal einen holen. Bloß wüsste ich nicht, wo ich, also dass ich heute noch leveln werde, das glaube ich ja nicht. Vor allem, wir haben ja noch Quests, die wir machen können. Würde ich eher noch was aufnehmen, aber glaube ich nicht, dass ich die Zeit heute noch dazu finde. Oh, wir haben so viele Pots, das gefällt mir richtig. Und wir brauchen sie irgendwie fast gar nicht. Ist ja umso besser. Ja, 20 Level noch und dann haben wir unser Teilziel erreicht. Level 70 wäre halt schon wichtig, dass wir das bald erreichen. Ach, kommt. Jetzt pulli mir nochmal was. So. Och, macht natürlich nicht das, was ich drück. Aber okay, von mir aus. Ne, 21, es war nur verzögert. Jawohl, Power of Ma Power of Magic Power. Yes, gut. Ja, jetzt haben wir den Quest doch ziemlich schnell geschafft gleich. Ja, blöd, dass wir immer nur einen Quest richtig annehmen können, den wir auch wirklich machen können. Weil unser Questbuch so voll ist mit Boss-Quests. Deshalb sind die Parts ja auch mal kurz, aber es ist anscheinend irgendwie auch gar nicht schlecht. Weil, ja, für mich ist gut. Dann brauche ich weniger Zeit, um das aufzunehmen. Hab dann mehr Parts. Dann kommt auch häufiger was. 23. Los, mach hinne. Zwei Stück noch. Go, go, go. Dann 70% ungefähr. So muss sein. Bin mir ziemlich sicher, dass wir da noch den Folgequest kriegen. Würde mich schon sehr wundern, wenn nicht. Oh nein, Spearman. Was tust du? Lass mich in Ruhe. Oh Mann, der AOE ist schon ziemlich unnötig. Macht kein Damage. Verdammt. Ah, gut. Doch noch gut geschafft. Und jetzt. Heart of Wind. Haben wir auch nicht mehr so viele. Jetzt. Quest abgeben. Was, wir haben sonst gar kein Quest mehr. Komisch. Umso wahrscheinlicher, dass wir dann noch hier einen Folgequest kriegen.
Und los, Jonathan, gib uns Folgequest. Was? Nein! Kein Quest mehr, das geht ja gar nicht. Na, dann machen wir halt irgendwann mal einen Boss-Quest hier. Und da, ah doch, da ist doch noch ein Quest, genau. Den nehmen wir noch an, gucken uns mal kurz durch, was wir da brauchen. Ob wir den auch packen oder ob es wieder ein Boss-Quest ist, was ich nicht glaub. Wo läuft der? No, Lady Avery. So, jetzt. Ah, sogar noch zwei gibt's. Guardian Doll. Ah. Ne, nehmen wir natürlich lieber das an. Weil ihr seht's, oder? Können wir den noch nehmen? Glaub nicht. Ne, blöd. Wo war's? Hier. Eliminierung von Ghostmates. Ja, super. Ja, ne, den werde ich dann wahrscheinlich dann offscreen machen. Dann sehen wir uns im nächsten Part, wie wir vielleicht einen Bossquest machen oder See irgendwas machen.